Wir sehen da eher mehr Risiken auf der Rentenseite, weil es sind bis nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres, Juli, 6, 7 Zinssenkungen eingepreist. Also da sind wir ein bisschen skeptisch. Der Oktober hat begonnen und damit ist das dritte Quartal dieses Jahres auch schon wieder beendet. Inwiefern die ersten 9 Monate liefen in den Portfolios von Ascendagon, was man noch erwarten kann für das restliche Jahr und wie auch aktuelle Konflikte einzuordnen sind, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Thomas Romek von Ascendagon. Hallo Thomas, viele Grüße nach Frankfurt. Hallo Tim, viele Grüße nach Köln. Ja, 9 Monate sind vorbei. Wie ist dein Fazit eurer Portfolios dieser ersten 9 Monate? Ja, also wir sind zufrieden mit den Performances. Ich glaube, wir konnten uns gut beteiligen an vielen Aufwärtsbewegungen. Da sind wir sehr zufrieden. Und auch, denke ich mal, ja, die Prognose, die müssten wir auch letztes Jahr in einem unserer Termine drinnen gehabt haben, dass im Multi-Asset-Bereich wieder Fleisch auf den Knochen sitzt oder da ist und hier Performance aus mehreren Seiten gemacht werden kann. Das hat sich bisher gezeigt. Wir haben unsere Performance-Kontribution gerade frisch auf den Tisch bekommen und ja, von den guten Prozenten haben wir knapp über 50% am Aktienmarkt verdient, aber eben auch in den anderen Bereichen bei Credits, also Unternehmensanleihen im Rohstoffbereich und auch bei Absolute Return Investments, ja, da kamen um die 40% der Erträge her. Auf der anderen Seite haben deine Kolleginnen und Kollegen Anfang Oktober noch eine Pressemitteilung verschickt mit der knackigen Headline, dass klassische Multi-Asset-Fonds ein Problem haben. Was ist damit denn gemeint? Ja, wir haben einfach mal geschaut, wie denn so die Korrelation war in den letzten 15, 20 Jahren. Und da haben wir eben festgestellt, wie viele andere auch, dass es eben in den 10er Jahren, was meinen wir damit, so 2010 bis 2020, in der Phase des Niedrigzinses nach der Finanzkrise 2008, 2009, die Korrelation zwischen Aktien und Renten schön negativ war. Und das bedeutet, wenn Sie in einem klassischen Multi-Asset-Umfeld waren, mit einer klassischen Benchmark aus Aktien und Staatsanleihen oder Anleihen, da hat man praktisch die Versicherung auf der Anleihenseite Freihaus geliefert bekommen durch die negative Korrelation und hat sogar auf der Seite noch verdient. Jetzt sind wir seit 3 Jahren in einem anderen Korrelationsumfeld und deswegen war unsere Analyse, natürlich nicht alle, aber dass es sein könnte, wenn man eben zu starr an der Benchmark klebt und man eben Komponenten in der Benchmark hat, die eventuell doch positiv korreliert sind, dass es schwieriger werden kann. Ja, schwieriger könnten auch die nächsten Monate werden. Der Herbst ist jetzt auch da, die dunkle Jahreszeit steht bevor und tritt oder rückt immer näher. Wie ist dein Eindruck, was können Anleger vielleicht von den nächsten Monaten erwarten, die ja tendenziell vielleicht September, Oktober immer ein bisschen schwieriger sind? Unsere Einschätzung ist nach wie vor so, dass es global wirtschaftlich immer noch gut läuft. Was dazugekommen ist, ist, dass China jetzt massiv interveniert und damit Liquidität nicht nur in China schafft, sondern auch global. Also das wird wieder das ganze Thema Geldmenge insgesamt erhöhen und unterstützt erstmal die Märkte. Auf der anderen Seite haben wir wieder jetzt den Konflikt mit Israel und seinen Nachbarn. Da müssen wir einfach mal schauen, wie es läuft. Aber von den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen global gesehen, wie gesagt, abgesehen von China und Zentraleuropa, läuft es. Schauen wir auf die Investoren, sind eher unterrepräsentiert oder eher durchschnittlich investiert, gerade bei Aktien. Wir sehen da eher mehr Risiken auf der Rentenseite, weil es sind bis nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres, Juli, 6, 7 Zinssenkungen eingepreist. Also da sind wir ein bisschen skeptisch, dass wirklich 6, 7 Zinssenkungen, 25 Basispunkte bis nächstes Jahr kommen.
Vielleicht sind es dann auch nur 2 oder 3 oder 4. Von dem her, wir halten uns auf der Rentenseite nach wie vor eher ein bisschen zurück. Und angesichts des jetzt gerade so ein bisschen angezogenen Ölpreises, vielleicht kommt das Inflationsthema wieder ein bisschen stärker in den Fokus und das könnte dann jetzt auch kurzfristig ein bisschen für Volatilität sorgen. Du hast den Ölpreis angesprochen, der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe, vielmehr ist die Eskalationsspirale, dreht sich weiter. Ist das ein Thema, was noch die ja fast schon vergessene Inflation, die jetzt ja teilweise auch unter 2% gesunken ist, nochmal gehörig anheizen könnte? Ja, wir sehen erste Reaktionen auf ja, die militärischen Aktionen von Israel im Ölpreis. Und wenn wir auf die Inflationszahlen der letzten Monate schauen, war der Ölpreis immer ein deflationäres Thema in der Inflationszahl. Und das könnte sich ändern. Schauen wir mal, wie sich es letztendlich weiterentwickelt. Und das könnte das Thema Inflation schon wieder ein bisschen drehen. Wie gesagt, wir sind da eher zurückhaltend auf der Rentenseite. Und die 6 bis 7 Zinssenkungen, die bis Juli nächstes Jahres sowohl in Europa als auch in den USA eingepreist sind, halten wir schon eher für ambitioniert. Wir rechnen eher mit 3 bis 4 Zinssenkungen. Sagt Multi-Asset-Experte Thomas Romek von Ascenagon. Vielen lieben Dank für deine Einblicke, Thomas. Vielen Dank, Tim, und schöne Grüße nach Köln.